Servus zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute fangen wir einfach mal an wieder mit den Duellen. Ich bin gespannt, was es heute für Duelle gibt. Dann schauen wir einfach mal. Dann drücken wir auf den Info-Button. Und dann fangen wir gleich an mit dem Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund. Ich glaube, dass Dortmund gewinnt. Ich habe so ein Gefühl, Dortmund zwar aktuell nicht in Topform, aber ich habe da, wie gesagt, ein Gefühl. Ich bin gerade von der Schule gekommen, dann haben wir auch gleich die Auslosung der Champions League angeschaut und es kommt zum Gigantenduell der Champions League. Die wohl zwei besten Mannschaften treffen aufeinander. FC Bayern München gegen Real Madrid. Ja, ich bin überzeugt, dass wir das dieses Jahr schaffen. Das erneute Dribble mit Heinkes ist möglich. Und ich finde, Real ist, wie gesagt, nicht so stark. Wenn du Ronaldo ausschaltest, dann ist Real nicht so stark. Angefangen schon beim Torwart Keylor Navas, hat er beim 3-1, bei der 3-1-Niederlage gegen Juve gepatzt. War zwar nicht entscheidend, aber dennoch, ja, war es dämlich. Dann zum nächsten Duell. Benfica Lissabon gegen den FC Porto. Das Spitzenduell in der portugiesischen Liga North, oder wie man es ausspricht. Ich weiß es gerade gar nicht. Benfica hat jetzt einen Punkt Vorsprung vor Porto. Das heißt, mit einem Sieg wären es 4 Punkte, was ich davon ausgehe. Ich glaube, dass Benfica gewinnt, dann hätte es 4 Punkte Vorsprung, weil ich glaube, wie viel verbleibende Spiele? Ich glaube, das wären, 4 verbleibende Spiele sind noch. Wenn natürlich Porto gewinnt, dann würde es für Porto nicht schlecht aussehen, weil die dann 2 Punkte Vorsprung haben und es gibt in Portugal nicht so viele starke Mannschaften. So, Lewandowski, ich möchte jetzt am besten das dritte Tor hier machen gegen Bruno Valera. Lewandowski macht das ganz easy. Gestern ja auch Europa League, Leipzig verliert 5-2 in Marseille. Ich frage mich, wie es sein kann, dass Leipzig als Vizemeister der Bundesliga 5 Gegentore kriegt. Da kann dann irgendwas nicht stimmen. Kommen wir zum nächsten Duell. Paris Saint-Germain gegen den AS Monaco. Dann noch eine kurze Zwischeninfo. Ich bin ja wieder auf unter 200 Abonnenten gefallen. Deshalb wird dieses Video wahrscheinlich Road to 200 Abos heißen. Wenn mir jetzt endlich mal auf die 200 Abos kommt, weil es wäre einfach so geil, wenn ich jetzt über 200 Abos haben würde. Oh Gott, Deutsch. Haben hätte. Da ist mir so wurscht, wie es heißt auf Deutsch. Hätte, ich sag einfach hätte, weil das würde mich motivieren, weil 200 Abos sind auch ein bisschen Wertschätzung, finde ich. So, Lewandowski machte das zweite Tor gegen Areola. Areola, ja, Stammtorwart in Paris, aber jetzt möchte Paris anscheinend das Jahrhundert-Torwart-Talent Gianluigi Donnarumma verpflichten. Bin ich gespannt, ob es klappt. Kommen wir zum nächsten Duell und es ist dann auch schon Austria gegen Rapid Wien aus unserem Nachbarland hier. Dann schauen wir doch gleich mal. Die Frage ist, auf wen setze ich? Weil es sind ja beide dieses Jahr nicht ganz so stark. Was tippe ich? Oder tippe ich ein Unentschieden? Weil Austria Wien ist ja aktuell Sechster nur. Das ist relativ schwach. Und Rapid Wien Dritter. Also ich glaube einfach Rapid Wien gewinnt. Ich setze auf Rapid Wien, weil Rapid Wien ist ja im Tor Richard Strebinger, der war schon bei uns beim Jahren, war relativ stark, kam in der Abstiegssaison 14-15 ist aber die vierte abgestiegen. Der kam da zurückrunde bei der Hinrunde, hat Stefan Loboe von Burghausen damals geholt, so gepatzt, dass er den Verein verlassen hat. Also die Hinrunde war grottenschlecht, hat die Fans auch als Idioten beschimpft. Und das war nicht mehr zu halten. Das Verrückte war, der war sogar Vizekapitän. Aber als Vizekapitän kann ich die eigenen Fans die Idioten nennen und dann selber grottenschlecht spielen. Dann kam Strebinger. Strebinger war stark, konnte aber auch nicht mehr den Abstieg verhindern. So, jetzt Lewandowski. Hier gegen die ganze Abwehr von Rapid. Zweite Tor. Und dann noch Lewandowski. Wir müssen hier durchgehen und kommen vor Richard Strebinger. Und der fasst das ja nicht denn drüber. Jetzt aber, komm. Ja, Flanke Gaetan. Pfosten. Ich habe 4 Versuche noch. Also okay, das schafft. Ja, komm. Gaetan, den muss damit. Wieder. Und jetzt Carvalho macht den. Ja. Gutes. Haben wir jetzt geschafft, würde ich sagen.
souverän. Und schauen wir noch, was es noch für ein Duell gibt. Es gibt hier Lazio gegen AS Rom. AS Rom, die im Halbfinale auf Liverpool treffen, gegen Lazio Rom. Das setzt jetzt einfach mal einen Unentschieden, weil ich glaube, dass Rom trotzdem relativ ausgelaugt ist. Und Lazio Rom steht in der Liga sogar, ist punktgleich mit Rom, aber dank dem besseren Torverhältnis führt das sogar. Also ist Lazio vor AS Rom. Und AS Rom muss auch aufpassen, in die Champions League zu kommen. Das gilt auch für Lazio Rom. Weil 5. ist Inter Mailand mit 59 Punkten. Das heißt, es wird jetzt eigentlich so ein Dreikampf zwischen Lazio, AS Rom und Inter Mailand um 2 verbleibende Plätze. Und dann hier Gaetan, das schaffen wir auch. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt vielleicht sogar 2 Packs noch. Klar, es ist Geldverschwendung, aber es wird ja eh bald frische Kohle kommen. Weil hier, da werde ich bestimmt, also überlegen wir mal. Von 5 Spielen könnte ich 2 richtig haben. Dann hätte ich 250.000 Coins und es wäre ja immer, ey, ich würde jetzt in den Shop gehen. Hier, das Sunset wäre natürlich auch mega heftig. Ja, aber ich habe keine 1000 Points. Ich bin ja aktuell eh nicht mehr ganz so aktiv. Also ich wäre schon mal aktiver. Ja, aber ist ja wurscht. Hauptsache, ja, wir hätten das Packlack, wäre nice. Young von Swindon Town aus der 4. englischen Liga. Das ist schon nicht so toll. Dann hier Sangare. Von dem habe ich noch nie gehört. Das spielt in Antalyaspor. Das ist eine Super League aus der Türkei. Das ist sogar deutsch, aber das sieht jetzt nicht so wie ein Deutscher aus. Wahrscheinlich vielleicht ein Deutsch-Türke oder sowas. Und OMG! Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? 84er Insigne. Dafür müsst ihr ein Abo da lassen. Ich bin sowas von geschockt. Das ist heftig, Jungs. Warte, ich könnte jetzt einen Screenshot davon machen. Und vielleicht... Ja gut, klappt doch nicht, egal. Richtig heftig, wir ziehen hier einfach mal Insigne. OMG, gut. Ich wollte jetzt eigentlich einen Screenshot machen, aber es hat nicht geklappt. Und ja, hier ist eben noch ein... OMG. Dann können wir können einfach mal schauen, was Insigne wert ist. Ich glaube, er ist nicht so viel wert. Richtig. Insigne, schreibt man den so? Ja, mal schauen. Ist er wenigstens 400k wert? Schauen wir mal. Mindestens 84, jawohl. Okay, er ist ein bisschen mehr als 400.000 wert, das ist richtig geil. Wie gesagt, lasst ein Like und ein Abo da, das war's noch schon wieder vom Video. Wenn ihr Packlack habt, dann hoffen wir, dass wir auch einiges richtig getippt haben und ich hoffe, dass ihr auch ein Abo bzw. ein Like da lasst. Also dann, ciao.